Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Heute geht es wie für die echte Formel 1 am vergangenen Wochenende nach Montreal zum großen Preis von Kanada. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, checkt die unbedingt nochmal aus. Das war nämlich was. Das war ein Rennen dort, was man so echt nicht häufig sieht. Am Ende dessen ist aber so ein kleiner Bug passiert, auf den ihr mich auch in den Kommentaren hingewiesen habt. Und zwar soll es aktuell noch ein Problem mit roten Flaggen geben in diesem Spiel, dass dann das Rennergebnis nicht ganz passt, sondern das Ergebnis von vor der roten Flagge genommen wird oder irgendwie sowas komisches. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, die erstmal auszustellen, bevor das halt gepatcht wird, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Beim letzten Mal hatten wir dahingehend noch Glück, in Anführungszeichen, dass das am Ende nicht für Punkte gereicht hat, aber stellt euch mal vor, wir wären innerhalb der Punkte ins Ziel gekommen und hätten die aber nicht bekommen, weil das Ergebnis verbuggt war. Das wäre Quatsch gewesen. Deshalb macht es erstmal Sinn, auf die rote Flagge zu verzichten. Aber ich bin mir sicher, dass das relativ schnell gefixt werden wird. Das hoffe ich zumindest mal. Bekommen wir noch irgendwelche Upgrades hin mit den Punkten, die wir aktuell haben? Die Punkte sollten auf jeden Fall reichen. Die Frage ist, ob die Abteilungen dazu fähig sind. Das Chassis auf jeden Fall. Hier können wir noch eine Kleinigkeit machen. Und dann gilt es auch schon, die Zeit vorzuspulen bis zum Rennwochenende. In der Hoffnung, dass die Upgrades, die da ankommen sollen, ankommen. Das eine für die Aero ist schon mal am Start. Und es soll noch ein weiteres geben. Flügelspiegel. Ist das ein Chassis-Ding oder was war das? Nee, es war auch ein Aero-Teil und das kommt ebenfalls an. Sehr schön. Hat das denn gereicht, um noch einen Sprung zu machen in der Performance? Leider nicht. Die anderen Teams hier um uns herum upgraden relativ gleich schnell. Obwohl das bei uns gar nicht mal so schnell ist, ne? Es ist halt ein bisschen langsam, muss man leider sagen. Teilweise dauert es ja 3, 4 Rennwochen, bis ein großes Upgrade wirklich da ist. Einfach weil die Abteilungen da noch ein bisschen nicht auf dem besten Stand sind. Treibstoffeffizienz könnte man hier machen, aber die ist, finde ich, eh schon okay. Das sparen wir uns die Punkte, glaube ich, erstmal für irgendwas Sinnvolleres. Auf jeden Fall, ach komm, vielleicht bei Strapazierfähigkeit, oder? Ja komm, das ist, glaube ich, keine verkehrte Sache. Ist vor allem ja jetzt zu Beginn ein Riesenproblem und wird es auch am Ende der Saison sein, wenn es dann Richtung Gridstrafen geht. Wir können jetzt einen weiteren Sponsor hinzufügen mit Teamanerkennungslevel 10. Da würde ich gerne ebenfalls wie beim ersten Sekundärsponsor schon irgendwas total Machbares nehmen. Einfach damit wir da immer die Kohle mitnehmen. Das hier ist doch ganz sinnvoll. Quali-Ergebnis mindestens Platz 15, also Q2 erreichen sozusagen. Das haben wir ja zuletzt echt regelmäßig geschafft. Deshalb holen wir uns hier Zainetto mit ins Team und das bringt uns jetzt noch ein bisschen mehr Geld, mit dem wir die Einrichtungen dann verbessern können. Oh oh, schon wieder scheint es Regen zu geben, wieder im Rennen. Das war ja in Spanien schon so ein Thema. Hier wird es das erst ganz am Ende, aber ich glaube, es wird wirklich eine Rolle spielen. Wenn es nämlich erst leichter und dann starker Regen ist, dann wird das nicht sowas sein, was einfach vorbeizieht. Mal sehen, ob heute die Schwierigkeit im Qualifying halbwegs sinnvoll ist, endlich mal wieder. Um unsere Leistung mache ich mir keine Sorgen, die war zuletzt immer stark. Und das wird auch hoffentlich heute keine Ausnahme sein. Vorsichtig nochmal hier in der Schikane. Da müssen wir auch wirklich aufpassen mit dem strengen Corner-Cutting. Das kann da natürlich zu einem Problem werden. Wurde es in der Situation aber nicht. Die Runde war okay, noch nicht perfekt. Reicht aber immerhin schon mal, um vor Theo zu sein. Naja, aber das sieht besser aus. Also, was heißt besser? Realistischer als in Monaco und auch in Spanien in den Qualifyings. Eigentlich sollten wir mit diesem Auto nämlich darum kämpfen, in Q2 zu kommen, dort vielleicht noch ein paar Leute zu schlagen und nicht schon easy in Q3 kommen, wie das echt letztens der Fall war. Eine halbe Sekunde Vorsprung auf Theo aber schon mal, das ist nicht verkehrt.
Wird das was mit einem Einzug in Q2? Wir brauchen eine Verbesserung. Oh oh. Nein! Ja, das kannst du auch mal wieder keinem erzählen, ne? Ja, also wenn ich nicht der dümmste Idiot der Welt wäre, dann wären das so 13. Verbesserung auf jeden Fall geworden. Das war echt eine solide Runde und mit den 13. wären wir jetzt in Q2. Das ist auch unglaublich, wie nah hier alles beieinander ist. De Vries und Sargent sogar zeitgleich. Nur 300stel beide vor uns. Albon auch nicht so weit dahinter. Ah Mann, das tut weh. Alles weggeschmissen in dieser letzten Schikane. Als kleine Ausrede vielleicht, die ist so ein bisschen neu. Also das ist nicht so das, was man kennt aus den letzten Spielen, weil die Wand in der Rechtskurve der Schikane so ein bisschen näher dran ist und das irgendwie, weißt du, das bringt mich ab und zu noch raus beim Anbremsen, vor allem wenn man den richtigen Bremspunkt finden muss. Aber das darf keine Ausrede sein. Das muss man hinbekommen in so einer Situation. Ist nicht gelungen und somit wird es nur Startplatz 19 hier in Kanada. Das ist natürlich nicht besonders schön. Theo leider letzter 14. nochmal hinter uns. Gasly Platz 21. Wow, das ist ein bisschen traurig mit dem Auto. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, Perez, Hamilton, Fernando Alonso, Norris, Stroll, Bottas, Joe, Oscar Piastri, Ocon, Albon, Hülkenberg, Russell, Tsunoda, De Vries, Sargent, der Habicht, Magnussen, Gasly, Magnussen. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ich weiß übrigens nicht, was mit dieser Startaufstellungsanimation immer los ist am Ende. Der 20. Platz ist immer derselbe Name wie der letzte. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Das ist ganz, ganz wild. Eine Überlegung von mir war es, das Rennen vielleicht auf harten Reifen jetzt zu beginnen, in der Hoffnung, dass man es so schafft, bis zum Regen durchzufahren. 20 Runden sollen die auf jeden Fall halten. Und dann, ja, dann müsste man halt mal schauen. Mit etwas Glück ist dann schon der Regen da und wir können halt direkt auf Intermediates, sparen uns sozusagen einen Boxenstopp auf einen Satz Slicks. Ich glaube, einen Versuch ist das wirklich wert. Von so weit hinten aus, wir haben erst in einem Rennen bisher Punkte geholt, haben somit echt nichts zu verlieren. Und so ein Risiko kann dann vielleicht mal belohnt werden. Wer weiß, ist, wie gesagt, ist einen Versuch wert, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall mag ich die harten Reifen und nämlich auch. Also die waren bisher immer ziemlich gut zu uns. Magnussen probiert etwas Ähnliches, fährt zumindest auch mit den weiß markierten Reifen los. Die haben schon oft gut funktioniert, auch wenn man mitten im Rennen auf die gegangen ist mit einem Undercut. Das war echt nicht verkehrt. Natürlich wird es jetzt in der Anfangsphase dafür eher schwierig, wenn die anderen hier auf Mediums sind. Die werden dafür aber eigentlich auf keinen Fall bis zum Regen durchfahren können, wenn alles normal läuft. Und das ist halt die große Hoffnung, die ich habe. Ich meine, die Pace ist ja auch nicht so schlecht gewesen im Qualifying. Da täuscht halt jetzt die schlechte Startposition durch den Fehler in der Schikane. Eigentlich, ohne den Fehler wären wir locker in Q2 gewesen und dort wäre es bestimmt auch gelungen, noch ein paar Fahrer zu schlagen. Dann wären wir mal wieder so in der Nähe der Top 10 im Qualifying. Also das kann schon noch nach vorne gehen hier in diesem Rennen. Es ist nicht völlig aussichtslos. Bin mal gespannt, was die anderen hier so für Reifen haben. Ich glaube, bei Russell sehe ich da was weiß markiertes, aber auch ziemlich viele Mediums. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wieder so durchgemixt sein wird. Softs scheinen aber kein Thema zu sein. Hindurch durch die Schikane, die Kurve, die uns Q2 gekostet hat, durch meine Dummheit, und dann geht's auch schon hinein in die Startaufstellung. Wir stehen innen für Kurve 1, das kann bei einem guten Start ein Vorteil sein, muss es aber auch nicht unbedingt. Es wird eh relativ schwierig, gut wegzukommen mit diesen harten Reifen gegen die ganzen Medium-Starter, aber es muss gelingen. Der Start wird eine gute Chance, um direkt ein bisschen weiter nach vorne zu kommen.
Zuletzt in Spanien hatten wir einige Banger-Starts in diesem Chaosrennen mit den zwei roten Flaggen. Und auch dieser hier ist auf keinen Fall schlecht. Und es gelingt tatsächlich, die Innenseite für Kurve 1 so ein bisschen auszunutzen. Kleiner Ruckler, hier wird's aber unfassbar langsam. Hülkenberg im zweiten Haas, auch auf den harten Reifen, genauso wie dessen Teamkollege. Und Russell tatsächlich auch, dann habe ich's vorhin richtig erkannt. Den schnappen wir uns auch direkt mal im starken Mercedes. Wow, gar kein verkehrter Start. Vier Positionen gut gemacht, nur auf dem Weg in Kurve 1 hinein. Das kann sich doch sehen lassen. Nun muss aber vor allem halt die Pace stimmen. Ein guter Start bringt absolut gar nichts, wenn man jetzt so durchgereicht wird, wie das schon des Öfteren der Fall war. Na gut, gegen Russell wird's schwer. Das wäre mir sogar lieber, wenn der jetzt schnellstmöglich vorbeikommt, ohne uns Zeit zu kosten. Ja, genau so, George. Wirklich, also diese KI denkt auch nicht nach, wo die überholen und wie, ne? Hauptsache, die kommen vorbei, aber ob das irgendwie schnell ist oder so, da denken die absolut nicht dran. Jetzt wird er auch noch langsam hier in die Haarnadelkurve hinein. Ah, ganz toll. Das habe ich mir anders vorgestellt, aber okay, jetzt wird Russell auch noch so halb angegriffen von Tsunoda. Mein George hätte in der Situation locker einfach auf die lange Gerade warten können, sich zwei Kurven lang gedulden können, dann wäre der easy vorbeigekommen und es hätte keinem von beiden Zeit gekostet. So war das halt echt frustrierend und am Ende bleibt er ja nicht mal vorne. Die erste Runde ist jetzt vorbei und das sieht echt okay aus. Da war der Rückstand auf den Vordermann auf jeden Fall schon mal größer nach ersten Runden in dieser Saison. Russell jetzt wieder stark aus dieser Kurve heraus. Schön zu sehen, dass er aus seinem Fehler lernt. Oh, wisst ihr was? Lassen wir ihn einfach mal ziehen. Das macht ja keinen Sinn, wenn das hier jetzt hin und her geht. Russell wird sich auch noch weiter nach vorne fighten können, mit Sicherheit. Und davon können wir dann vielleicht profitieren, wenn der sich ein bisschen dämlich anstellt gegen zum Beispiel Hülkenberg. Oh wow, die sind immer noch sehr vorsichtig in dieser Haarnadel. Wie im letzten Spiel schon immer. Russell jetzt vermutlich vorbei an Hülkenberg, oder? Runde 3, das DRS ist somit schon aktiviert. Russell hat es auch auf Nico, aber Hülkenberg dürfte keins mehr haben. Muss so ein bisschen abreißen lassen durch seine harten Reifen. Jetzt gibt es tatsächlich das Manöver. Russell innen vorbei in Kurve 1. Können wir das tatsächlich ausnutzen, so wie ich ein bisschen gehofft habe? Ah, nee, das vielleicht nicht, aber es gelingt auf jeden Fall aufzuschließen. Wir sind direkt dran an Nico. Eieieiei, Traktion ist ein bisschen schwierig früh in diesem Rennen. Mit diesen harten Reifen vor allem. Ganz, ganz wichtig jetzt mit Hülkenberg mitzuhalten. Immer schön das DRS mitzunehmen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg in diesem ersten Stint zumindest mal. Das wird es nämlich auch für Tsunoda und alle dahinter so ziemlich unmöglich machen, vorbeizuziehen. Und er will es hier probieren, echt. So früh, wie ihr da immer bremst, willst du da vorbei, Yuki, oder was? Oh, tatsächlich. Oh, das war mutig angebremst von ihm. Ah, nicht so schön. Das möchte man eigentlich nicht haben. Aber es gelingt, davor zu bleiben und wird jetzt auch gelingen, locker Hülkenberg anzugreifen. Wollte ich nicht unbedingt. Aber wenn man so eine gute Chance bekommt, dann kann man doch nicht nein sagen. Starker Topspeed aber vom Haas-Piloten. Oh, oh. Ich mag es immer nicht, hier Rad an Rad einzubiegen in diese Schikane. Das kostet immer verdammt viel Zeit. Aber es gelingt vorbeizuziehen an unserem Landsmann. Position 15 jetzt hier in diesem Rennen. Da hinten kommt Tsunoda an. Wir haben allerdings die Innenseite für Kurve 1. Wer ist das da außen? Hülkenberg, der das so stark gemacht hat. Wow, das war nicht verkehrt von ihm. Aber wir setzen uns durch. Genial, wäre es jetzt natürlich so ein bisschen wegzukommen. Aber ich fürchte fast, dass das schwierig wird. Oh, was? Ey, das ist manchmal echt so empfindlich und so streng, dass ich es gar nicht gemerkt hätte. Also ich hätte jetzt hier nicht gewusst, dass wir außerhalb der Track-Limits sind. Wirklich nicht. Ja, ist es aber. Aber halt wirklich, das ist ein Millimeter, ne? Und direkt kriegt man diese Verwarnung reingedrückt. Das ist unglaublich. Wir sind schon schneller als Nico, aber selbes Spielchen halt jetzt wie immer. Der kann sich immer wieder ransaugen mit dem DRS, obwohl er gar nicht mal so unmittelbar dran ist. Vielleicht gelingt es wirklich, da wegzukommen. Also wer in den Kurven die Oberhand hat, ist ganz klar 9 Zehntel Vorsprung jetzt sogar zu Beginn der Gerade. Gelbe Flagge, hier in der ersten Kurvenkombination, da hat sich jemand gedreht, Lance Stroll bei seinem Heimrennen. Und er kommt da gefährlich zurück auf die Strecke. War das wenigstens in dem Duell hier von Lance? Nein. Einfach ganz von alleine. Wow. Boah, richtig am Fighten gegen das Auto in dieser Schikane. Das erlaubt Hülkenberg direkt dran zu sein. Oh, es wird jetzt wahrscheinlich brenzlig auf der Gerade, oder? Also sehr gefällt mir das hier nicht. Ich weiß nicht. Ich würde viel lieber einfach hinter ihm herfahren. Aber der ist teilweise so langsam, dass uns das, glaube ich, eher aufhalten würde. Auch jetzt musste er voll abreißen lassen auf einmal.
Wieder hier an dieser Stelle, wow. Das ist so die letzte Kurve, die ich im Kopf gehabt hätte für diese Verwarnung. Ja, aber ganz, ganz oft ist es so, dass zwei Verwarnungen irgendwie etwas bewirken in meinem Kopf anscheinend und dass keine weitere dazukommt. Somit bin ich guter Dinge, dass das auch heute gelingt. Oh, erstmals über eine Sekunde Vorsprung auf Nico. Ich weiß nicht, wo der Messpunkt ist, aber es kann gut sein, dass er erstmals kein DRS haben wird. Sehr, sehr gut. Starke Pace in dieser Anfangsphase. Regen in 10 bis 15 Minuten, meint der Ingenieur. Das wäre gar nicht so verkehrt. Ich glaube, so lange halten das die Mediums nämlich nicht mehr aus. Die harten Reifen aber sehr wahrscheinlich schon. Oi, oi, oi. Was macht denn Russell eigentlich? Der ist immer noch 13. nur. Die schließen so allmählich auf zu diesem Grüppchen da vorne, welches angeführt wird von beiden Alphas, die schon wieder mit zwei Autos innerhalb der Punkte sind. Das ist nicht so schön aus unserer Sicht. Ja, mir gefällt dieser erste Stint echt sehr. Das habe ich so stark nicht erwartet mit diesen harten Reifen. Ah, Mann. Manche Kurven sind hier aber auch echt tricky zum Rausbeschleunigen. Die sind teilweise so langsam und man muss aufs Gas, während man lenkt. Das ist echt ganz schwer. Vor allem natürlich mit harten Reifen, die nicht ganz so viel Grip haben. Gelbe Flagge im hinteren Bereich. Hat irgendjemand ein Problem? Hoffentlich nicht Theo oder so. Nee, da ist aber auch was Größeres passiert. Safety Car vielleicht? Da stehen ein paar Autos. Es war definitiv hier in Theos Bereich. Onboard mit unserem Teamkollegen. Es ist der Alpha Tauri davor, der völlig das Auto verliert. Nick de Vries. Oh. Und dann ist Pusher der Leidtragende. Muss sich da anstellen. Fast hat auch wahrscheinlich ein bisschen Schaden davon getragen. Genauso wie Stroll und Gasly war da auch verwickelt. Die hat es sogar vielleicht noch ein bisschen schlimmer erwischt, oder? Weil die da mit mehr Speed ankam. Ja gut, von Gasly ist das aber auch echt bescheuert. Von Stroll genauso. Die können da locker ausweichen. So wie es Magnussen zum Beispiel gemacht hat. Ich hoffe aber tatsächlich nicht auf ein Safety Car. Das wäre jetzt nicht so geil für unsere Strategie. Und es kommt auch keins. Oh, was aber kommt, ist Max Verstappen an die Box. Der war bereits drin, kommt deutlich vor uns raus. Dennoch überraschend, dass er ausgerechnet den Anfang macht. Und das auch ziemlich früh im Rennen. Ocon mit Problemen an seinem Auto, meint der Ingenieur. Der ist vor uns unterwegs. Vorne gibt es jetzt auch noch ordentlich Duelle zwischen Piastri und Albon. Oscar wurde durchgereicht auf Position 12. All das sieht man sehr, sehr gerne. Diese Gruppe ist echt nicht besonders schnell. Vor allem Russell, das ist eigentlich schockierend, dass der in dem Mercedes nicht weiter nach vorne kommt. Wie sehen die Reifen eigentlich aus? Gar nicht mehr so toll. Wir nähern uns hinten den 40%. Dann will ich gar nicht wissen, wie die Mediums gerade so aussehen. Zum Regen sagt er immer noch 10 bis 15 Minuten. Dann ist es vielleicht auch eine Überlegung wert, wenn das noch länger so bleibt, auf die Mediums zu wechseln dann irgendwann. Die Boxengasse hier in Kanada ist nämlich richtig kurz und es scheint so, als wäre die Pace da, um auch aus eigener Kraft, nenne ich es mal, Punkte zu holen. Ohne so eine völlig extravagante Strategie. Aber das hängt echt ganz davon ab, wann dieser Regen genau kommt. Ja, und ein bisschen müssen wir eh noch fahren. Jetzt machen das die Mediums nämlich nicht bis zum Ende mit 20 Runden lang. Das ist auch klar. Ah, Rain in 10 Minutes jetzt auf einmal nur noch. Das hört man doch gerne. So allmählich ist auch mal die Sonne weg, wenn es da vorne weitere Duelle gibt. Piastri ist da immer wieder involviert. Albon auch. Ocon, der jetzt mal zurückgereicht wird wegen seinem Problem. Einer der Alphas ist bereits an der Box. Und zwar Bottas. Den werden wir auch locker haben. Platz 13. Gelbe Flagge. Wer hat da ein Problem? George Russell, für den eh schon gar nichts lief hier in diesem Rennen. Jetzt auch noch mit einem technischen Problem in seinem Mercedes. Oh, jetzt ein Safety Car wäre auch eine interessante Geschichte. Dann könnten wir das aber vielleicht sogar nutzen für einen Stop. Das wäre nicht so schlimm wie vorhin im Rennen, als es da diesen Dreher gab von De Vries. Allerdings sieht es nicht danach aus. Nee, aber es ist eine geschenkte Position natürlich. Während jetzt ganz, ganz viele ihren Stop absolvieren da vorne. Das ist gut, wird uns nach vorne bringen und zwar auf jeden Fall mal in die Punkte, sogar ziemlich deutlich, oder? Platz 8, oh ja. Gut, wir sind halt in Runde 18 von 35, ne, das ist jetzt genau Halbzeit, sogar ein bisschen nach Halbzeit, wenn man so möchte. Und die sind so lange mit diesen Mediums gefahren. Das bedeutet wiederum, dass wir jetzt auch für Mediums rein könnten. Was sagt er zum Wetter? Ich weiß nicht, ob es so effektiv wäre, jetzt halt ewig lang draußen zu bleiben. Dann weiß man auch nie genau, wie schnell das wirklich geht mit diesem Regen. Eieiei, schwierige Entscheidung jetzt. Norris ist auf jeden Fall schnell mit seinen frischen Harten da hinten. We think we might see some rain. ETA about 15 minutes.
Oh, okay, er sagt 15 Minutes. Dann geht's jetzt rein für die Mediums. Das ist mir zu lang. Nee, dann fahren wir jetzt hier geradeaus, ab an die Box. 15 Minutes, nee, das heißt es auch schon ganz, ganz lange. Also ich sehe das auch schon wieder kommen, wie es dann vielleicht in der letzten Runde regnet oder in den letzten zwei, sodass es aber gar keine Rolle mehr spielt, dass man gar nicht auf Inters wechseln muss. Ich glaube, das macht echt keinen Sinn, da jetzt zu sehr drauf zu spekulieren. Hoffentlich kommen unsere Jungs klar auf diesen relativ spontanen Stop. So ist es. Mit den Mediums dürften wir jetzt problemlos durchfahren können. Es geht wieder auf die Strecke auf, was, Position 16? Na, vielleicht wird es 15 gegen Tsunoda. Der hat hier einen Undercut geschafft, war eigentlich hinter uns. Aber wir sind halt jetzt auf Mediums, während viele auf harten Reifen sind. Das ist die Chance. Oh ja, Grip ist sehr gut. Und da waren auch noch nicht alle drin. Beide Haas sind zum Beispiel noch vor uns. K-Mac macht da jetzt mal den Anfang. Den werden wir auch locker haben. Das ist somit Position 15 schon mal. Auch Hülkenberg jetzt beim Boxenstopp. An die ihm geht's auch vorbei. Den Rest müssen wir allerdings jetzt auf der Strecke erledigen. Und das wird nicht leicht. Leider ist Tsunoda nämlich sogar ein bisschen schneller. Trotz seiner harten Reifen. Unsere Pace ist nicht schlecht. Zwei grüne Sektoren jetzt auch auf dieser Runde. Aber die anderen haben nochmal eine Schippe draufgelegt im Vergleich zum ersten Stint. A rain in 5 minutes, sagt Mark jetzt sogar schon übrigens. Okay, we don't think we're far away from rain now. I'll keep you updated as conditions change. Okay, das hört sich wirklich so an, als würde es jeden Moment regnen. Und es sind noch 13 Runden in diesem Rennen. Also wenn das jetzt bald anfängt, wird es auf jeden Fall noch zu dem Thema, auch hinsichtlich Inters. Pace ist leider schlecht jetzt gerade. 6 Sekunden Rückstand schon auf Tsunoda. Magnussen holt von hinten auf. Sogar Sargent holt auf. Im Williams auf harten Reifen. Ich wäre ja gerne überrascht, aber leider ist das so das typische Bild in dieser Saison. Gute Anfangsphase und dann geht häufig nicht so viel gegen Ende eines Rennens. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das der Reifenverschleiß? Ist es was auch immer? Ich kann es mir echt nicht erklären, weil das auch nicht so super langsam ist, was wir jetzt machen. Also es ist nicht so, als wären wir viel schlechter geworden als vorhin auf den harten Reifen im ersten Stint. Die anderen, die fahren einfach gerade viel, viel schneller. Oh, der Regen ist da in Runde 25. 10 Runden hat der noch Zeit, um hier ein bisschen Chaos anzurichten, was uns vielleicht doch noch in die Punkte verhilft. Sargent und Hülkenberg sind jetzt dran, beschäftigen sich aber gegenseitig noch so ein bisschen. Ich bin echt gespannt, was das jetzt gibt mit diesem Regen hier. Wir sind coolerweise in der Position, nichts zu verlieren zu haben. Somit kann man natürlich easy irgendein Risiko eingehen, dann wenn es vielleicht auf Inters geht oder so. Vielleicht macht das kein anderer, nur wir, und es ist die beste Entscheidung aller Zeiten. Wer weiß, man wird ja noch träumen können. Die Realität ist aber leider gerade, dass wir auf Mediums von einem Williams auf harten Reifen eingeholt wurden. Und wie? Der war echt weit hinter uns nach dem Boxenstopp. Das waren bestimmt so 5 Sekunden oder so. Oh, jetzt wird der Grip schon langsam ein bisschen weniger durch den Regen. Aber noch wäre es, glaube ich, zu früh. Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain 20 Kommt Logan jetzt an in die Schikane hinein. Da lässt sich leider nicht viel machen. Slicks are the best tire for now, meint Mark auch noch. Ja, das ist echt wieder scheiße geworden. Wie schon so oft. Wie in Miami zum Beispiel, wie in Baku, als es am Ende bergab ging. Ich weiß nicht warum. Also ich würde das gerne verstehen, warum das am Anfang eines Rennens so super gut ist. Also was heißt super gut? Es war Platz 14, das war jetzt auch nicht weltbewegend, aber die Pace war stark. Wir waren schneller als Hülkenberg zum Beispiel auf demselben Reifensatz. Jetzt, ja, keine Chance. Jetzt haben wir auch denselben Reifensatz oder die gleichen Reifen wie er. Aber da geht gar nichts mehr. Ein Red Bull rollt aus weiter vorne, hat irgendwelche Probleme. Oh, jetzt ein Safety Car und wir gehen auf Inters. Aber sowas von. Oh, das wäre jetzt genial. Come on. Gönnspiel. Gönn ein bisschen was von dem Chaos vom letzten Rennen. Muss doch noch übrig geblieben sein. Wer von beiden ist es denn, der da Schwierigkeiten hat? Perez oder Verstappen? Ich würde es nicht zeigen. Oder er rettet sich an die Box, aber das wird ein Reifenschaden dann wohl sein. Oh ja, so ist es auch. Vorne rechts, Plattfuß bei Sergio Perez. Und das auf den harten Reifen. Okay, interessant. Immerhin, Theo holt nicht großartig auf. Aber trotzdem auch ein bisschen. Und er ist auf den harten Reifen. Ich war jetzt kurz davor zu sagen, er holt nicht auf, dann liegt es vielleicht am Auto, dass wir solche Probleme haben. Aber ja, das kann man nicht sagen, wenn er mit harten Reifen schneller ist. Vielleicht sind es dann echt diese Mediums, die nicht so geil sind. Keine Ahnung, ich mag die harten Reifen wirklich bisher in dieser Karriere. Die haben mir schon des Öfteren ganz gut gefallen. Ob das aber wirklich der Grund ist, das weiß ich auch nicht.
Aber das war ja echt von Anfang an so. Also die Pace war gut bis zum Boxenstopp, dann holen wir uns frische Mediums und dann geht's den Bach runter. Dann ist Tsunoda auf harten Reifen schneller, dann holt ein Sergeant 5 Sekunden auf uns auf und ist jetzt schon 3 davor. Es ist eigentlich echt unfassbar. Boah, aber die Pace ist auch scheiße. Eine 18,9. Die Bestzeit ist eine 15,0. Okay. Ja gut, könnte auch unter anderem am Regen liegen, aber trotzdem fast 4 Sekunden langsamer. Aber es muss den anderen ähnlich gehen. Wir haben jetzt keine 4 Sekunden auf die Jungs vor uns verloren in dieser Runde. Die Strecke ist einfach deutlich langsamer. Ah, und das auch noch. Na, ganz toll. Dreimal dieselbe Kurve, ey. Mein Gott. Jetzt haben wir immerhin noch mal ein bisschen Spannung für die letzten Runden. Es geht jetzt gegen Theo um das teaminterne Duell. Noch hätten wir das in der Tasche. Aber wenn es so weitergeht, vielleicht auch nicht mehr lange. Uiuiui, rutschig, rutschig. Das macht echt wenig Spaß jetzt aktuell. Ich würde es ja sehr, sehr gerne irgendwie auf Inters riskieren jetzt gerade. Aber das gibt die Strecke leider nicht her. Es ist immer noch zu trocken. Und so allmählich macht es halt auch keinen Sinn mehr. Es sind nur noch 3 Runden nach dieser hier. Oh oh, 6 Zehntel nur noch Vorsprung auf Theo, wenn man die Strafe abzieht. Wenn jetzt aber nochmal 3 cleane Runden gelingen, kann das was werden gegen unseren Teammate. Der ist nicht viel schneller. 3,7 jetzt Vorsprung, das waren aber auch schon mal 4,0 jetzt in letzter Zeit. Das schwankt so ein bisschen hin und her. Jetzt wird so allmählich ordentlich nass. At least another 10 minutes until this rain evens out. Stay alert out there. Okay, dry seem like the best time. Sagt immer noch, Dry seem like the best tire. Nicht mal Inters und Slicks sind gleich schnell oder so. Das würde jetzt auch keinen Sinn machen. Also ich meine, die Inters, die müssten ja 10 Sekunden pro Runde schneller sein, damit sich jetzt noch ein Stop gelohnt hätte. Und das wird nicht passieren. Ich fürchte, was auch nicht passieren wird, ist, dass wir Theo hier heute besiegen mit dieser Strafe. Der wird jetzt bald mal unter 3 Sekunden an uns dran sein. Jetzt geht aber auch echt nicht mehr viel. Jetzt sind das Inters Bedingungen. Wundert mich, dass er gesagt hat, Slicks sind klar schneller. Man sieht ja auch schon deutlich die Pfützen. Aber das DRS ist sogar immer noch aktiviert. Also das ist schon skurril. Na gut, jetzt muss man es aber einfach ins Ziel retten. Am Ende der nächsten Runde ist es vorbei. Ich hoffe, dass es immerhin gelingt, vor Theo ins Ziel zu kommen. Das wäre ja was. Am Ende wird er vor uns sein. Oh, oder? Gelbe Flagge? Das ist Theo, glaube ich sogar, oder? Es wird noch ein bisschen schöner fürs Team. Ah, tatsächlich, technisches Problem bei unserem Teammate. Ah, super. Ich dachte schon, schlimmer wird's nicht mehr. Und dann sowas. Unfassbar. Okay, jetzt ist es wirklich mega nass. Hätte das nicht früher passieren können, dann wäre es nochmal interessanter gewesen in dieser Schlussphase. Jetzt geht wirklich nicht mehr viel. Oh, ich will gerne vor Gasly bleiben. Ich will, dass er uns nur durch diese Strafe am Ende bekommt. Aber das wird schwierig. Wow, die KI scheint wieder stark zu sein in so wechselnden Bedingungen. Hier ist echt, wow, hier ist nicht mehr viel Grip da. Aber die, ja gut, jetzt wird er vorbei sein. Die fahren da, als wäre irgendwie gefühlt voller Grip. Doch da hat auch noch das DRS offen. Aber das weiß ich auch nicht. Schläft die Rennleitung oder was? Seit wann ist denn in solchen Bedingungen noch DRS aktiviert? Das verstehe ich nicht. Das ist ja wirklich eine komplett nasse Strecke jetzt mittlerweile. Wir werden aber auch nochmal das DRS bekommen. Gibt das nochmal eine Chance? In die Schikane hinein? Wenn es denn nur den Hauch einer Chance gibt, dann wäre ich gewillt, das zu probieren. Um unser Ergebnis hier vielleicht ein bisschen angenehmer zu gestalten. Aber nein. Oh, und so spät darf man hier jetzt auch nicht mehr anbremsen in diesen Bedingungen. Nicht noch eine Strafe, bitte, danke. Ja, kein schönes Rennen. Also, weiß ich nicht. Wieder total schief gegangen, einfach im zweiten Stint. Und ich weiß nicht, warum. Charles Leclerc gewinnt mal wieder, wie schon in Spanien. Und diesmal bekommt er seinen Sieg auch wirklich. Hamilton wird Zweiter, Verstappen Dritter. Verstappen ist erstaunlich schwach, wenn man das so nennen kann. Also verglichen mit dem Real Life zumindest. Ist ja absolut nicht so dominant, wie ich vermutet hätte in dieser ersten Saison. Albon holt Punkte, genau. Und beide Alfa Romeos mal wieder. Das ist natürlich für die Konstrukteurs-WM nicht schön. So sah das hier hinten aus. Langsame, schnellste Rennrunde. Auch von uns, von allen. Puh, das tut weh, das Ergebnis so ein bisschen. Vor allem, weil ich mir echt mehr erhofft habe, als wir an der Box waren zum Beispiel noch. Da habe ich echt fest damit gerechnet, dass das irgendwie in Richtung Punkte gehen wird. In der Fahrer-WM, da leben wir halt voll und ganz von Monaco, ne? Wäre das nicht gewesen, dann würde das hier echt nicht schön aussehen. Und in der Konstrukteurs-WM auch, ganz und gar nicht. Die 15 Punkte, die täuschen. Das sieht so aus, so ganz solide, immer mal wieder ein paar Pünktchen geholt. Nix da, das war halt ein Rennen.
Und sonst gab es noch kein Top-10-Finish für unser Team. Das war's jetzt von dieser Folge. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dort im besten Fall auch mit einem etwas erfolgreicheren Rennen. Aber ja gut, so ist das auch. Also ich habe kein Problem damit, hier so ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. Ich meine, man ärgert sich immer drüber, klar, man möchte Punkte haben. Aber irgendwie finde ich es auch cool, dass es eine Challenge ist und dass es, ja, dass es schwierig ist in so einer ersten Saison als neues Team. Genau so soll es ja auch sein. Und das ist auf keinen Fall vergleichbar auch mit dem letzten Spiel oder so. Da war es ähnlich schwierig am Anfang, aber da war es halt auch einfach scheiße, weil das Spiel scheiße zu fahren war. Hier macht es schon Spaß zu fahren. Klar, jetzt eher weniger, wenn man so struggelt wie in diesem Rennen. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe Bock auf das nächste Rennen. Hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Haut rein!